Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Heute wieder mit eurem Achim Ackermann. Ja, und ja, ich wollte euch heute für die Anfänger, die das noch nicht so lange kennen. Ja, die wollte ich gerade mal zeigen, die verschiedenen Monster und Tiere. Ja. Okay. Und ja. Dann fangen wir da mal an. Wir fangen mit die ersten Sachen an, okay? Und dann erkläre ich euch das was so. Das ist ein ganz normaler Villager-Mensch. Ja, den kann man mit Dias-Wert. Muss man das überlaufen? Ja. Habe ich so eine nächste Sache. Das ist ein normales Huhn. Das bringt euch Fleisch und Federn. Wenn man das jetzt tötet, dann sieht man das. Warte. Ja. Fleisch und Federn. Dann kommen wir zur nächsten Sache. Eine Kuh. Die kann man ganz einfach mit 2 Schläge töten. Ja, dann ist da 2 Leder und 2 Fleisch, sollte es am meisten geben. Und bei einem Schwein, das ist ein Schwein, da ist die Chance nicht so ganz hoch. Das Schwein, das gibt nicht immer. Ja, gut. Und so, das sieht so, das gibt kein Fleisch. Geiler Fleisch. So, aber da gibt es 2. Ganz andere. Manchmal wollen die und manchmal wollen die nicht. Das ist nicht hier. Dann ist das Schaf. Mit einem Schlag tot. Kann man auch nochmal. Wieso? Ein Schlag und tut nur Wolle. Loppen. Hier können wir auch noch mal ein paar mehr hinbauen. So. Wir machen hier so eine ganz Schaffamilie. Okay, so ein paar Schafe. Und wir töten die. So. Die kann man alle mit einem Schlag töten. Man braucht keine Angst haben. Ja. Dann kommt die nächste Sache. Dafür braucht man aber einen Knochen und ein Fisch, wenn man sowas finden würde. Nicht kein Schaf mehr, dasselbe Ei. Also ein Wolf und ein Schaf sieht gleich aus, was? Doch, da ist der Wolf. Und den kann man zähmen und jetzt ist ein Mond. Den kannst du eher nur mit, 2 Schlägen töten. Mein Wolf kannst du mit... Warte. Mit einem Schlag töten. Also, ein ganz anderer Unterschied. Wenn ich hier einen Wolf mache und hole ihn einmal, dann ist er so tot. Doch wenn ich einen Knochen habe und will ihn sehen, nun, dann roll 2. Ganze Schläge, um den Hund zu töten. Das ist ja auch die Sache. Doch, wenn man den Wolf haut, zum Beispiel mit dem Knochen, wird er eigentlich normal überleben wieder. Dann böse und greift den Mensch an. Mit Knochen dauert das länger, ne? Aber im Überleben weicht man sich das sofort. Dann kommen wir jetzt zu der nächsten Sache. Ein Absolut. Findet man auch nicht so ganz oft, aber den kann man noch nicht so schnell schichten. Der rennt sehr schnell. Man muss hinterher rennen. Versuchen. Oh, die musst du wirklich so da einsperren. Und mit dem Fisch
Dann. Ist ein anderes Leben gewesen. Oder Wasser, genau, Wasser. Genau, Wasser. Oh Mann. Wenn ich sie schäme, dann kriege ich eine Katze daraus. Wieso macht die auch mehr? Also dann in der Beine kann ich noch nicht mehr. Dann macht dann eine Katze daraus. Dann kommen die nächsten Sachen. Aber nicht alle Sachen können wir jetzt droppen, irgendwie. Wir fangen an, vorne. Eine Fledermaus. In Höhlen findbar. Nicht so viel Leben, aber auch nicht schlecht. So, eine Fledermaus und die kriegt man fast nicht. Und mit einem Schlag ist sie wirklich tot. Mit einem Schlag. Ja? Dann muss man die aber erstmal treffen. Jetzt fliegt die gerade raus und da muss man die erstmal richtig treffen, dass sie erstmal tot ist. Und die um Katzen zu sorgen. Ja, unlogisch, wenn die dich nicht von vorne gehen. Oh, hier geht die Welle Ende. Oh, hier ist wohl keine Welle. Aber hier, ehrlich gesagt, die Fledermaus eindringt und die ist tot. Ja, ich hoffe es. Die können wir aber auch im Wasser drüber haben. Eine Hase. In verschiedene Sachen findbar. In Wüste, auf Land und ja. Mit einem Schlag tötbar. Wieso? Und dann wirklich mit einem Schlag ist er tot. Man sieht Wappenbar. Wieso? Hasenschenkel sind das. Damit kann man Suppen machen. Und das. Gut, der war nichts, aber. Der war auch nichts. Und der auch nichts. Ja, eine Hasenpfote. Da, Leder. Ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Sache. Creeper. So sieht ein Creeper an. Aus. Dafür gibt es noch mal eine Spezialwaffe noch. Ein Feuerzeug. Man braucht kein TNT. Man kann auch ganz einfach oder ein Serverfall. Das ist der Block, aus was den besteht, das TNT. Natürlich kann man den auch anmachen, dann explodiert der. Ja, dann explodiert das und bei Grüber ist es dasselbe. Man muss nicht den Tee bauen. Man muss ihn nicht töten. Mit dem Feuerzeug. Macht wohl nicht so viel Schaden. Aber hat nicht, ist aber cool. Wenn ihr ein Haus habt und da explodiert so ein Ding, ja, wird das für euer Haus auch gefährlich. Nächste Sache. Enderman. Meistens nur nachtsichtbar.
Oh ja, ich wollte noch sehen, wie viel Schläge man von dir schon braucht. Dreimal. Enderman. Wenn du dir in die Augen guckst, die teleportieren die wohin. Und dann. Wenn man, glaube ich, 6 oder 7 Mal anschlägt. Silberfischchen. Greift die an mit einem Schlag tötbar. Aber dafür auch richtig schwer. Wenn so ein Ding den Höhlen oder so angreift, dann ist es sehr tief, weil die töten dich sofort. Aber wenn das Ding im Wasser ist, das ganze Ding, dann schwimmt es. Das ist die Sache. Jetzt, und das ist nicht mehr krass. Ein Skelett. Mit 2 Schlägen tötbar. Aber eine Sache haben wir verloren. Ja, vergessen. Den, den, den und den noch. Die Pilzkuh. Die bringt Pilze und die droppt das. Die gibt, macht auch so gesehen. Hier mal Suppen, wenn man da drauf haut. Ja. Ein Schleimmonster. Eins mit einem Schlag tötbar. Aber auch verschieden groß. Also man muss die wohl schon mit 2, 3 Schlägen töten alle. Und ja. Die restlichen lassen leben. Dann nicht mehr. Mit einem Diaschwert getötet. Ein Zombie. Mit 3 tötbar. Ein Zombie Pigman hat ein Schwert in der Hand. Greift die auch mit dem Schwert an. Brauchen wir 3 Schläge für. Was hatten wir? Also, wir waren da. Tintenfisch, Schlölen. So. Gut. Das ist ein Tintenfisch. War Tinte und ist mit 2 Schlägen tötbar. Aber guck mal, im Wasser schwimmen die ganz oft in alten Sümpfen. Sümpfe. Sind die in alte Sümpfe? Sind die so gesehen? Eine Höhlenspinne. Also ein Überlebend würde die dich vergiften. Die da drin anders aus und man bräuchte wirklich 2 ganze Schläge. 2, außer wenn man den lass dich hier nach. Ja, wenn man die hat, dann vergiftet die dich. Magma Schleim. Wieder Schleimmonster. Jetzt eins, ja, die nehmen wohl ein bisschen schlechter. Rocken Magma Creme. Jetzt kommen die letzten 2. Und die gefährlichsten Dinge, die man in NASA beachten müsste. Ein Gast. Und zum zweiten Loren. Feuer, die schießen alle beide Feuer. Ich zeige euch mal im Überleben, wie die dich wirklich töten, so gesehen. Jetzt zeige ich dir das mal. Wieso? Du schießt nicht mit Feuerkugeln ab. Die haben nichts mehr, aber die haben mich gerade getötet. Die schießen so ganz komische Bälle weg. Ja. Ja, liebe Leute, das war's auch wieder mit dieser Folge Minecraft. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ja, abonniert mich. Und ja, ciao.
Du, dum, ding, das ist dumm, Boy.